Im Moment habe ich wieder besonders viele Anfragen darüber, Musik zu schreiben für andere Menschen. Und ich habe gedacht, ich mache mal ein kleines Video, um euch meinen Arbeitsprozess ein bisschen zu erklären und wie ich auf Ideen komme und wie ich möglichst zügig kreativ arbeite. Hallo, mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds und bei mir geht es ganz viel um Komponieren. Ich schreibe seit vielen, vielen Jahren Musik. Und ich glaube, es sind mittlerweile viele tausend oder viele hundert Stücke auf jeden Fall geworden und auf jeden Fall auch über 1000, vielleicht auch über 2000. Ich habe Musicals geschrieben, ich habe im Studio gearbeitet und ich habe mit meiner Band durch Deutschland getourt. Also ich bin jemand, der wirklich viel Musik gemacht hat und mache es auch weiterhin. Jetzt allerdings inzwischen meistens von hier zu Hause aus, von meinem kleinen, schönen Studio. Was ich euch erklären möchte und meine Tipps beruhen auf dem Beispiel von Subversion. Das ist ein Rollenspiel, welches jetzt gerade am 1. März 2024 im Crowdfunding ist. Also, wenn euch so interessiert, schaut doch mal vorbei. Und es geht auch gleich los. Wie fange ich an? Das Erste, was mir ganz wichtig ist, ist ein wichtiges Gespräch zu führen mit meinem Auftraggeber. Das ist meistens gar nicht mal so kurz. Aber das ist Zeit, die ich jetzt hier einsetze, die ich nachher woanders spare. Also gut eingesetzte Zeit. Und ich fühle mich sicherer in meinem Prozess. In diesem Vorgespräch geht es erstmal darum, wie viele Stücke gebraucht werden und welche Atmosphären sie abbilden sollen. Also zum Beispiel, gibt es ein Stück für Spannung? Gibt es ein Stück für Triumph? Gibt es sowas wie Battle Music? Was wird alles gebraucht? Hier habe ich eine Liste von, ich glaube, etwa 8 Stücken bekommen, die abzuarbeiten sind. Und nachdem ich mir andere Gedanken habe, bin ich darüber auch sehr erfreut. Das zweite Thema, was mir auch sehr wichtig ist bei diesen Fragen, ist zu verstehen, wie die Musik, die ich schreiben soll, klingen soll oder klingen könnte. Und darum ist es wichtig, gut abzuklopfen, wie die Stimmung ist, welche Atmosphäre es gibt, aber wie die Welt aussieht. Im Fall von Subversion sind wir sowohl in der Vergangenheit verankert, denn es geht um Neo-Babylon. Babylon deutet schon darauf hin, dass es irgendwas arabisch angehauchtet ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch Neo, das heißt, es deutet etwas Modernes hin. Hier sind wir so vom Sound her oder von der Vorstellung her vielleicht eher in Richtung Shadowrun unterwegs. Also Technologie und Magie gibt es. Auf der anderen Seite, wie gesagt, diesen arabischen Hintergrund und es liegt in der Zukunft, es soll irgendwie modern klingen. Und wie jetzt ein Maler seine Farben aussucht, die er für ein Bild verwenden möchte und nicht die ganzen 100 in seinem Malkasten nimmt, fange auch ich an, erstmal zu überlegen, womit fange ich eigentlich an? Was sind die tragenden Säulen? Das bedeutet nicht, dass ich nichts anderes nehme an Instrumenten, aber es gibt so Instrumente, die würde ich für diese Komposition als führend bewerten und die sollten immer eigentlich irgendeine Rolle spielen. Für Subversion habe ich mir überlegt, natürlich arabische Instrumente zu nutzen. Sowas wie Dabuka, Ney, vielleicht eine Oud, also solche Instrumente. Und dazu kommt, dass ich gerne ja, im Laufe der ersten Komposition gemerkt habe, ich hätte gern so ein bisschen bandmäßigeren Sound, aber modern. Also rockige Gitarren, vielleicht auch schwebende Gitarren, elektrische Gitarren, ein Schlagzeug und ein Bass habe ich mir vorgestellt. Der Bass muss nicht unbedingt Naturbass sein, also Elektrobass, sondern könnte auch ein Synthesizer-Bass sein, irgendwas Tiefes, Wubberndes oder Waberndes und ein Synthesizer, weil Synthesizer ist von den Instrumenten, die wir heutzutage kennen, eins der modernsten. Warum überlege ich mir denn vorher, warum ich diese Instrumente benutzen möchte? Warum schränke ich mich schon so ein? Wie ich gerade schon gesagt habe, bedeutet es nicht, dass ich keine anderen Instrumente benutze. Es bedeutet nur, dass ich darauf achte, dass dieses die tragenden Säulen der Musik sein sollen. Also, wenn ich zum Beispiel eine Buka habe, die irgendein Thema spielt, dann habe ich schon automatisch so ein bisschen dieses arabische Feeling da drin. Wenn eine Oud noch drin vorkommt, die auch noch ein Thema spielt oder einen Rhythmus macht, dann sind wir wieder in den gleichen Gefilden. Wenn dann ein Synthesizer dazu kommt, wird es moderner.
und dann vielleicht noch eine harte oder eine schwebende E-Gitarre, je nachdem, wie das Stück sogar angehaucht ist, dann sind wir bei dem Sound, den ich haben möchte. Und da kommen noch viele Sachen dazu. Da kommt vielleicht auch mal ein klassisches Orchester dazu oder Teil davon. Aber das ist nicht tragend. Das ist nicht so das, womit ich anfangen würde zu komponieren. Genau wie ein Maler ja auch mit einer Farbe anfangen muss, muss ich auch mit einem Instrument anfangen. Und wenn ich mir ein weißes Blatt vorstelle, jetzt hier vor mir, und einen Malkasten mit 100 Farben und möchte anfangen zu malen und es ist mir wichtig, dass es gut wird, dann wüsste ich vielleicht nicht, welche Farbe ich auswählen sollte. Wenn ich jetzt allerdings mich auf 3 Farben beschränkt hätte, schwarz, weiß, rot, Nummer 3 zu nehmen, dann bin ich schon sehr eingeschränkt und es fällt mir leicht zu sagen, okay, schwarz, weiß, rot, dann fange ich mal mit schwarz oder weiß oder rot an. Also ich nehme einfach eine von den 3 Farben und male den ersten Strich aufs Papier. Und das ist ja meistens die größte Hemmschwelle, die erste Note zu spielen, den ersten Strich zu malen oder das erste Wort zu schreiben. Anhand eines Stückes aus Subversion möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich vorgegangen bin. Es geht um ein spannendes Stück, also ein Suspense-Stück. Und ich nehme euch jetzt mal mit an meinen Computer. Los geht's. So, wir sind zurück. Ich sitze am Computer und möchte euch mal die Tracks von dem Stück The Hard Way zeigen. Und wir fangen direkt mal an. Ich habe unten mal so ein Pad eingerichtet. Wieso geht das jetzt nicht? So. Etwas bedrohlich. Das sind 2 verschiedene Sachen. Einmal so ein tiefes Ding. Und einmal sowas. Und es kommt gleich was Neues dazu. Das sind Balinese Gamelans. Und hier habe ich ein paar Tombacks hier oben. Schauen wir weiter. Die Tombacks. Dieses Geräusch heißt Kinetic Stretch. Das ist eine Library, die so Spielzeugsachen macht. Und ein tiefer Sound. So geht's los. Ich finde, das macht schon ein bisschen Feeling in die Richtung. Als nächstes Streicher. Ganz spannend, überhaupt zu benötigen. Ich habe hier eine Skala verwendet, die nicht europäisch klingt, mit Absicht natürlich. Und ich möchte da jetzt nicht so tief reingehen, aber es ist ganz spannend gemacht. Und als nächstes kommen wir zu normalen Percussion. Das müsste auch wieder ein Dabuka sein. An Percussion haben wir jetzt Sticks, Tombacks und den tiefen Sound. Ja, und zusammen mit allem anderen klingt es dann so. Zum nächsten Teil. Hier ist eine Sass drin. Das ist klingt so, ein bisschen Sita-ähnlicher Sound. Macht hier so ein bisschen Atmo. Die Ud, die hier ist, kommt etwas später. Hab ich auch ein bisschen Delay reingetan, ein bisschen Hall, damit es ein bisschen moderner klingt. Es muss ja nicht klassisch klingen, also klassisch arabische Musik, sondern es darf ja ruhig ein bisschen anders klingen. Ich gehe mal in den Teil rein, damit ihr den einmal zusammenhören könnt. Was ihr auch sofort hören werdet wahrscheinlich, ist, dass hier noch ein tiefer Bass drin ist. Ich glaube, das ist eine Sound. Das ist hier noch eine Harfe.
auch mit einer seltsamen Harmonik. Wo habe ich denn den Bass hingetan? Da ist er. Relativ einfach. Ist alles nur ein Ton, bis auf einen kleinen Lauf zum Schluss. Und im Zusammenhang nochmal. Und als nächstes habe ich ein Instrument eingesetzt, was ich total liebe, weil es macht ein total schönes Gefühl. Nennt sich Duduk. Es ist ein Blasinstrument und ich mache es mal an direkt. Persönlich ein sehr cooles Instrument. Ich hätte mal gerne jemanden, der sowas live spielt hier währenddessen. Ich mache die ganze Stelle mal an. Den Track habe ich auch schon den Jungs von Subversion geschickt und das Feedback war ziemlich positiv. Jetzt kommt eine Stelle, wo ich ein bisschen ausgedünnt habe, damit nicht die ganze Zeit alles rumballert, sondern damit man auch nochmal ein bisschen was Ruhigeres hat. Das mag ich immer ganz gerne, diese Dynamik wechseln. Das Duduk-Thema wiederholt sich. Und die Pads im Hintergrund machen sowas. Ja, bedrohliches, aber auch modernes, finde ich. Genau. Und das war es im Großen und Ganzen schon. Zum Schluss habe ich das Ganze nochmal zusammengefasst. Es kommen noch normale Bandinstrumente dazu, wie Schlagzeug. Was habe ich ja eh schon drin. Und habe ich eine Gitarre eingespielt? Habe ich eingespielt, aber habe ich gemutet? Ich mache sie mal an. Also eine Gitarre, die weggeschmissen wurde, ist das im Prinzip. Aber ihr könnt sie mal kurz hören. Reicht auch ohne, wenn man hört. Ja, das war es zu Subversion. Das ist ein Track, der momentan so ein bisschen läuft, um Videos zu untermalen und sowas. Also es ist jetzt kein reiner Gaming-Track. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, habt gesehen, wie ich gearbeitet habe. Für mich, wie gesagt, ist das Vorgespräch am Anfang eigentlich der wichtigste Punkt. Und wenn das gut geführt ist und ich eine Idee habe, wie ich arbeiten kann, geht es meistens doch relativ schnell. An so einem Track, wie es das jetzt ist, sitze ich in reiner Arbeitszeit 4 Stunden vielleicht. Das geht schnell, das muss jetzt noch gemischt werden und gemastert werden. Und vielleicht mache ich die Gitarre nochmal richtig, die da drin ist. Die hat mir jetzt gerade nicht so gut gefallen. Manchmal ist es, wie gesagt, auch gut, mit Abstand nochmal reinzuhören und nochmal zu sagen, ah, nee, das hast du nicht so gut gemacht. Also oft lasse ich mir nach dem Aufnehmen nochmal einen Tag Zeit, bevor ich das mische. Und ja, denk nochmal drüber nach, hör nochmal neu rein mit frischen Ohren. Wenn man so lange in dem Prozess drin ist und so lange an einem Stück arbeitet, dann kann es schon mal passieren, dass man vergisst, wie wichtig es ist, mit Abstand reinzuhören. Man ist so, ja, ich bin davon immer sehr begeistert, wenn ich sowas mache. Es gibt natürlich auch Stücke, die ich dann aber beim zweiten Durchhören dann wegschmeiße und mich frage, warum hast du das gemacht? Das passiert nicht so oft, glücklicherweise, aber es passiert. Einfach manchmal, dass ich keinen Zugang mehr zu dem habe, was ich gebastelt habe. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch mal auf meiner neuen Webseite vorbei. Und vor allen Dingen, schaut mal bei Subversion im Crowdfunding rein. Das Video würde ich jetzt am Sonntag, am 3. März reinstellen. Da sind es noch ein paar Tage. Und vielleicht habt ihr Lust, mal das Crowdfunding zu unterstützen oder zumindest mal zu schauen, was Subversion ist. Es sind ein paar Videos dabei. Und der Jens von Lurch und Lava erklärt das sehr gut. Bis dahin, macht's gut. Euer Martin. Ciao.